gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? It's Luis, man. I don't think that's such a good idea. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places. But I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Come on. The PE-4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people. We're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Ireland's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you said bloody Ireland. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you. Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck! We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Save fucking Michael! Fucking shit! Get the money! Me and my brother will watch the kids! Diablo, qué mierda! Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA The Ballad of Gay Tony. Everything's a little fussy. Well, if you think of anything else, Mr. Lopez. Yeah, sure. I'll give you a call. Thanks. Die Szene kannten wir bereits. Wir haben sie aus einer anderen Perspektive erlebt. Hier spielen wir offenbar jemanden namens Luis. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht vernünftig. Yo, what's up, man? Jawohl, gerade Banküberfall überlebt, direkt gute Laune hier am Start. Ich hoffe, ihr habt ebenfalls welche mitgebracht für dieses Let's Play. Oh yeah. Ich hoffe, hier macht die GEMA nicht auch so viel Stress wie letztes Mal bei dem letzten Video. Yeah, there was a bomb at the bank. Place got robbed. Nothing to do with me, I swear. Das war Nico. Anyway, listen. I'm coming over, okay? So wake up. You hear me? Wake up. Wake up? Steffte, oder was? Oh! Aber geil, ey. Für viele Anspielungen und so weiter und so fort. Haben wir direkt wieder zurückversetzt. In, naja, gestern quasi. Hallo. Hey, Mami, ¿cómo está? Yeah, I'm sorry. No, I was working late at the club. Yeah, Mami, don't be like that, okay? I'll be home soon. Look, I gotta go. Okay. Und ich glaube, Rockstar wollte schon mal sicherstellen, dass wir nicht denken, dass wir Gay Tony spielen. So häufig, wie wir hier irgendwelchen Ladies hinterher schauen. It's me, though. Oh, whatever. Come up. Badge, Rodeo Style since 1988. Oh, how are you? I'm good, boss. How are you? Oh, you look terrible. That's good, because I am terrible. Fucking wretched. What's wrong? Oh, the usual. Boyfriend thinks I'm a cash machine. Gay Tony, offenbar. Catering to the rich, mindless crowd. In the city with a rich, mindless crowd is suddenly poor and mindless. Another club catering to the gay and decadent crowd. With the gay and decadent crowd suddenly think decadence means buying outrageous new throw cushions instead of getting loaded in a bar. And every half-wit, part-time hood in this city thinking, I know, let's put the squeeze on the club owners. They must really, really want to substitute my inadequacies with their money because after all, they want to stay up all night talking bullshit to morons because they enjoy it. It sounds pretty usual. Oh, thanks for the support. Hey, that's what I'm here for, boss. Yes, you know, if the bodyguard business partner thing doesn't work out, you should consider a career as a fucking life coach. A what? Never mind. Did you speak to Troy? Yeah, he said he loves you, but he can't handle working the door at a gay club anymore. He says people are laughing at him. Who's laughing at him? I don't know. I think the little people who live in his head. The ones stuck in 1955. Oh, I love those people. And what's up with Desi? Yeah, he says he saw you last night. Yeah, and you was holding court with that Chloe Parker until 4 a.m.? I was? Apparently so. Oh, my God. 45 years old, and I get my kicks doing blow with 17-year-old kids whose only claim to fame is that people know better what their vagina looks like than their face. I should be sent to prison, shouldn't I? Yeah, most definitely. What's this money? Did you rob your own club? Tony, I just went to the bank for you, man. I don't want it in the bank. Hey,
Hey, Tony! The door was open! Man, it's easier to get into your apartment than into your nightclub. Yeah, we have an Oguido policy at the club. Here I ain't so sure. Oh, I love getting racially abused by a spick. Yeah, who's a fucking taco, Tony? My business partner, Luis. Gentlemen, watch your language. We're in the great melting pot. We're not spicks, or guidos, or fags. We're proud Americans. Luis, this is Vince and Rocco, relatives of Gracie. And credit is to you. And guess what? We ain't here about Gracie. Beautiful. That's a start. I guess we don't have to beat you two lovers up. Yeah, good luck. See you later. Oh, nice to meet you, Muscles. Reizend. Fuck, there goes payroll. Who the fuck were those two assholes, T? Fine men of the cloth. Who the fuck do you think they are? Ancelotti goons I borrowed money from way back. Never mind. Amateurs. Come on, let's get out of here. Let's go. Was sind wir denn jetzt? Bodyguard oder Businesspartner? Weil wenn ich Businesspartner wäre, dann wäre ich nicht allzu froh darüber, wenn mein Businesspartner sich Geld bei irgendwelchen Mafiosi leiht. Ja, ich weiß, wie ich bei einem Fahrzeug ein- und aussteige. Danke. Ey, guck mal, sogar unten links. Das sieht jetzt... Alter. Alles ist lila, rot. Pink. 100% legitimate, Luis. You know me. Total transparency. Sometimes I wonder if you brought me on as a partner just to share the blame when the IRS comes knocking. I was investing in your industry and acumen. Don't look for anything sinister here. That's what you say, T. But I'm kind of suspicious. Maybe witnessing that robbery made me paranoid. And maybe it's just hanging out with you. Who the fuck knows? Die haben denn das komplette HUD verändert. Alles hat andere Farben irgendwie. Ja, guck mal, die Stadtteile unten rechts werden sogar... Welche Farbe ist denn das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist sogar fast pink, weil... Ich vertue mich immer zwischen pink und rosa. Und rosa ist das sicherlich nicht. Also könnte es pink sein, glaube ich. Alter, sogar die Pfeile, wo wir ankommen, ist ja voll geil. Troy, get over here. A very important client is coming tonight. We need complete discretion. Hey, you know me, Tone. Don't ask, don't tell. Military grade. Hey! This is serious. He's paranoid no one will buy his next CD if they know he'd rather be singing cabaret than rapping. As if people buy CDs anymore. Sure. Look, I really need to talk blah, to you, Tony. Blah, blah, blah. Another time, Troy. We'll be at Masonette! Ja, so würde ich auch mit meinen Angestellten auf jeden Fall reden. Ich muss mit dir reden. Blah, blah, blah. Alles klar. Troy's getting anxious. We should all be getting anxious. The nightclub business is going to shit. Forget the banks, we're the ones who needed a bailout. No more that shit left, D. Ah, also Nightclub steht nicht gut. Wenn er schon seine eigenen Nachtclubs beklaut. Time to be charming, Lulu. Hi, Tone. Hey, Al. Hey, man. I gotta make some calls. You work the floor. Willkommen im Masonette 9. Okay. Da wären wir schon mal besser als die Rockerbude. Du kannst versuchen, die Ladies durch Tanzen zu beeindrucken. Wenn dein Tanz erfolgreich ist, bekommst du vielleicht eine Überraschung. What the fuck? What the fuck? Du kannst an der Bar Shots trinken. Okay. Okay, habe ich verstanden. Du kannst auch zum VIP-Bereich gehen und bei einem Trinkspiel mitmachen. Okay. Ich würde mal sagen, tanzen it is! Aber wir schlendern hier mal ganz gechillt. Alter, die sehen so aus, als hätten die ihre Nachthemden an. Alter, was hier für eine Mucke läuft, ey. Wie ich schon wieder Sorge habe vor der GEMA. Okay, fangen wir an zu tanzen. Wie tanzen wir jetzt hier? F für eine Anleitung. Shift links, um mit dem Tanzen anzufangen. Ja, ich brauche eine Anleitung nur. Fülle deine Tanzanzeige auf, indem du mit WASD im Takt der Musik drückst. Drücke F für mehr Anweisungen. Ich glaube, ich meine, also wenn Halten unter den Tanzanzeige steht, führe einen Tanzmove aus, indem du WASD gedrückt hältst. Halte dies während des ganzen Moves gedrückt und deine Tanzanzeige erhöht sich. Mehr Anweisung. Drücke während des gehaltenen Tanzmoves linke Maustaste oder rechte Maustaste im Takt der Musik, um deine Tanzanzeige zu erhöhen. Ja,
Alter, wie kompliziert ist das denn bitte? Noch weitere Anweisungen. Fülle deine Tanzanzeige mit nur wenigen Fehlern, dann nimmst du an einer besonderen dritten Tanzsequenz teil. Ja, mal gucken, ob ich das hinkriege. Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich bin ready. Gib mir... Hä, hey, muss ich schon was machen, oder was? Okay, das habe ich nicht hundertprozentig verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich drücke jetzt einfach irgendwas. Okay, das fand ich schon mal gut. Alter, guckt, habt ihr das Gesicht gesehen? Geht ja gar nicht klar. Ich drück die ganze Zeit einfach irgendwas und denke, dass ich recht habe damit. Okay, mir wird offenbar nicht angezeigt, welche Taste ich drücken muss. Ich muss nur eine der Tasten im Takt drücken und dann irgendwann eine Taste halten. Und schon machen wir die Frauen irgendwie heiß, ja. Komisch, irgendwie wird keine Frau heiß, wenn ich im richtigen Leben die Taste halte. Oh, was geht denn jetzt ab? So kann man auch mal eine Folge starten. Gegen die Tür vor allen Dingen. What the fuck? I get real lonely in this big old town, so I'd appreciate you calling me. Ja, auf jeden Fall. Bin ich hier im Frauen-Restroom? Guck mal, wir haben sogar jemanden kennengelernt. Dana heißt die. Tony ruft an. Was will Tony? What's up? One of your friends is causing trouble out front. Can you go help Desi? You know who it is? I don't know anything about it, but take care of it, Luis. No nonsense. Okay. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ich glaube, da oben. Ich glaube, ich kann mich hier gar nicht schnell bewegen. Ich muss hier so gangstermäßig durch die Gegend laufen, ey. Fuck, hier sind wir schon wieder. Na, hier ist Exit. Okay, alles cool. Alles cool, hab's verstanden. Und draußen darf ich dann wieder rennen, verstehe. Why you laying your hands on me like that, man? Luis is my boy. Luis is his boy. Half the people in here say Luis is their boy. The girls all say they're fucking him. I don't care if you're his damn mother. You ain't coming in. Not in them clothes. Not with that attitude. Enjoy looking for a job in this economic climate, motherfucker. Yeah. Yo, what the fuck, eh? Tell this clipboard and earpiece motherfucker to back up, Al. Back up? Yo, what's the problem, D? You asking me? Yo, relax. Go inside. I got it. Yeah, go relax. Go inside, eh? Yo, mommy. You need to go relax. Later for you. Guys, shut up, okay? Jeez. Wow. Downtown's really changed you, man. You too good to take money from me and Enrique now? You know it ain't even like that. Okay, you don't pay for shit in here. Okay, you just can't be looking like you came from selling dope on the corner. You say that like it's a bad thing. Tony, what do you think? Desi wouldn't let me address like that, huh? You see what I mean? Come to think of it, Lou, what the fuck are you wearing, huh? What? Go home and take a bath. Do nothing else. Put on some clothes, huh? Yeah, I had a complicated day, okay? All right, so take some time off. The girls in there could use a night off, too. Cuídate. Bye-bye, gentlemen. Nice boss you got there. Stuck a fucking fag. Mike, come on. Hey. Club of yours was bullshit. You gonna take us back to the heist or what? Muss ich die Spackos jetzt hier durch die Gegend kutschieren oder was? Was für Mongos? Moment, ich muss kurz was erledigen. Sorry Leute, bin sofort wieder da. Nichts passiert! Es gibt noch 49 Möwen. Hä, what the fuck? Werden die nicht irgendwie spielübergreifend gesaved oder was? I've been thinking about this. How many days a week you work those corn? 7 days. Junkies need junk, rain, sleep or shine. You ain't no postman, loco. You a pusher. All those hours, you'd make more slinging meat at Burger Shot than risking a bit on them corners. Oh, fuck. You sound like 5-0. Shit. Think Enrique could get a job at Burger Shot? What's your IQH? 76, motherfucker. What they gonna let you do at Burger Shot with an IQ sub 80? They're just about to let me wash the goddamn dishes. You see what I mean, Al? They don't even have dishes at Burger Shot. All this shit is polystyrene.
Ain't another job in the city for this dumb bastard to do. Hourly wage considered and all. You don't get no pussy working Burger Shot neither. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man mehr Kohle macht. Motherfuckers can't find work. What you think Ricky's meant to do? Work them corners, man. Work them corners. IQ don't mean nothing, man. You guys are better than this. I don't want any of us to go away again. And come on board with us. We can start selling our own product. Your connections, man. We'll have the whole city on our gear. I took a bid for you once, man. I ain't going back there. You think I put in all this work to go back inside? Okay. What's the best thing that happened to you, L? Alter, what the fuck are you talking about, man? Before you went in there, you was a skinny little shit, and now you pumped up. Don't tell me that sugar daddy of yours would have been interested in the scrawny fucker that went away. Little Luis. Oye, thank you so much, man. Never thought about being grateful to you for signing me up to the fight off hairy ass rapist day and night exercise plan. My fucking pleasure, bro. Here we be. Thanks, Luis. Ladies, El, tell that boss of yours we'll be back same time next week. Yeah, see you on my huevos. Wir waren im Knast. Die waren auch im Knast, wahrscheinlich für den Drogenverkauf. Und mittlerweile sind wir ja schon ein bisschen aufgestiegen. Und während wir wohl unsere Vorurteile gegenüber Homosexuellen zur Seite gelegt haben, ist das unseren bisherigen Kollegen wohl nicht so ganz geglückt gewesen. Das tut einem ja in the sail away. Tony scheint ein ganz cooler Typ zu sein. Der ist ganz witzig eigentlich. Ganz anders dargestellt als noch der Kollege von Nico. Ich glaube, der einzige Schwule aus dem normalen GTA 4. Wahrscheinlich musste sich hier wieder dafür, ne? Du kannst beliebige Fahrzeuge... Ja, das weiß ich doch, ihr kleinen Pissers. Mal gucken, in welcher Bude ich jetzt penne. Oh, what the fuck? Mein Bruder oder was? Das ist Louis' Apartment. Das habe ich verstanden. Wenn du dich auf dem Bett schlafen legst, wird das Spiel gespeichert und 6 Stunden vergehen. Das ist was ganz Neues. Als wenn Leute tatsächlich The Ballad of Gay Tony spielen, ohne vorher irgendein GTA-Teil gespielt zu haben. Ich meine, das ist ein verkacktes DLC. Okay, ich meine, man kann das immerhin zusammenkaufen mit, what? Das ist aber neu. Schaden und Autoschaden. Oje, oje. Und Zeit? Was ist an der Zeit jetzt falsch? Hier siehst du deine Punkte und ob du die Sekundärziele erfüllt hast. Und die Sekundärziele habe ich jetzt nicht erfüllt. Ja, wahrscheinlich, weil ich da noch rumgegammelt habe. Wenn du alle Missionen, kannst du Missionen wiederholen, um deine Punktzahl zu verbessern. Alter, seid ihr crazy oder was? So viele Statistikos. Drücke Eingabe, um die zu erreichenden Punkte zu sehen. Shit. 4 Minuten 30, alles klar. Wollen wir den Quatsch doch mal hier beenden. So ein Blödsinn. Erstmal Tony anrufen. Luis? Yeah, it's me, Tom. Things go smooth at the clubs? Made me wonder why I need you around at all. Oh, great. I might just take a vacation then. Come on, I was kidding. The clubs fell apart without you. Saw that bank robbery on the news. Could have been an opportunity for some positive PR. Fuck that shit. I don't need any press like that. Not with the way police treat an ex-con in this town. Have it your way. See you soon, Tony. Chopper Operator Certificate. Weekend Crash Course. Ausgestellt für Luis Lopez. Und so weit hängen wir uns hier an die Wand, oder was? Ein Kalender von Liberty City. Tja, ich tippe mal. Unser Bruder oder unser Vater? Und unsere Mami. Oder sollen wir das selber sein? Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir beim Militär waren, wenn wir verkackte Drogen gepusht haben. So, was haben wir denn hier noch fallen? Das sind ein paar Magazine. Das sieht aus wie ein Frauenmagazin. What the fuck, Luis? Liberty Cox. Achso, das ist wahrscheinlich eine Fußballmannschaft, glaube ich sogar, wenn ich mir den Ball angucke. BJ. Moneymaker. Baseball Most Fabulous Legends. Okay. Netter Fernseher. Oh, offenbar eine Xbox. Wobei, sieht nicht ganz aus wie eine Xbox. Und irgendeine Actionfigur. What the fuck, ey. Okay, gucken wir uns nochmal hier das Apartment. Oh, hier geht's raus. Hoppala.
Hier ist Sue. Geil. Küche sieht ja auch einigermaßen vernünftig aus, endlich mal. Ganz viele unleserliche Sachen. Und offenbar ein Tittenbild. Und ja. Ganz viele Magazine. Alles klar, dann ist schon mal gesetzt alles. Für die kommenden Folgen, die Location ist klar, die Situation ist klar. Wir sind keine Rocker mehr, wir sind jetzt mittlerweile jemand ganz anderes, nämlich Luis. Und das ist das Ende der ersten Folge von The Ballad of Gay Tony. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein, Leute.